Daher wird auch in den Sunnen überliefert. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Er war unterwegs mit einer Gruppe von zwei Leuten von den Quraysh. Und er war zu dieser Zeit auch noch nicht in den Islam übergetreten. Und sie hatten gewisses Vermögen und Ware mit sich geführt. Das heißt, diese Reise hat auf etwas beruht, und zwar auf das gegenseitige Vertrauen, richtig? Vertrauen und Schutz. War ja kein, er war ja nicht, wie nennt man das, wenn man in einem Land ist beispielsweise und es ist jedem erlaubt, dich zu lynchen. Freies Wild oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Also er hat sie getötet, beide getötet, ist dann hat alles genommen und ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat gesagt, ich möchte den Islam annehmen und hier dieses Geld. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, amma al-Islam fanaqbal. Was den Islam angeht, so nehmen wir ihn an. Was dieses Geld angeht, so nehmen wir es nicht an. Oder er sagte, Untreue nehmen wir nicht an oder so ähnlich. Untreue. Das heißt, es gilt, wenn du im Schutze oder unter den Kuffar lebst, und du hast, dir wird im Allgemeinen Sicherheit gegeben. Also nach ihrem Gesetz hast du Sicherheit. Ich weiß, dass manche sagen, ja, wir sind hier aber nicht sicher und es passieren doch Übergriffe und so. Das ist nicht damit gemeint. Was Einzelne machen, ist nicht ausschlaggebend. Du hast aber nicht den Status von freiem Wild, dass dich jeder erschießen und töten darf. Verstehst du? Das heißt, du hast eine gewisse Sicherheit, dein Vermögen, dein Leben. Wer so unter den Kuffar lebt, der darf sich nicht an ihren Hab und Gut, er darf sich nicht daran vergehen. Letztens hat mich jemand gefragt, er sagt, da ist ein Freibad und da sind ein paar Brüder, die gehen nachts immer über die Zäune und schwimmen dann so kostenlos dort sozusagen. Ob man das darf, und ihr Imam hätte ihnen gesagt, ja, weil das Kuffar sind, darfst du das machen. Oder manche gehen noch weiter und sagen, man dürfte ihnen, beispielsweise darf sie bestehlen, du darfst sie bestehlen, und das ist eine Form der Ranima. Das ist sehr witzig, das ist eine Form der Ranima. Weißt du, die Ranima, die Fuqaha definieren die Ranima, die sagen, huwa ma ukhida bil istila' ala al-kuffar. Die Ranima ist etwas, das man nimmt, also diese Kriegsbeute, nenne ich mal, oder Kriegsgewinne, das, was man nimmt, wenn man jemanden überwältigt hat. Hier, der muss flüchten und sich verstecken vor der Polizei, und wenn er etwas gestohlen hat, muss er in Dunkelheit maskiert in das Geschäft gehen und dann wieder in der Dunkelheit flüchten und sich verstecken. Das nennt man Ranima.